Es ist warm draußen und in meiner Bude ist es noch wärmer. Lächelfrei und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition oder besser gesagt dieses Mal immer noch auf der Windows 10 Edition. Ich habe keine Ahnung, was mit der Post los ist. Ja, ich bin gerade wieder in meiner Bude. Ich habe die Reise zurück gemacht. Also ich bin wieder zurückgelaufen von, keine Ahnung, von da unten irgendwo. Also von ganz unten von der Karte bis oben wieder zu meinem Platz. Ich habe eigentlich Schleim gesucht und ich habe nichts gefunden. Also ich habe jetzt, gestern habt ihr bestimmt mitgekriegt, habe kein Video gemacht. Weil, ich bin einfach nur sinnlos durch die Gegend gestriffen, keine Ahnung. Bin durch die Gegend gewurschtelt und habe überall, Mensch, hört doch auf mich jetzt einzuladen, überall nach Schleim gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Ich habe auf eure Tipps geachtet. Ich habe, aufs Wetter geachtet, ich habe die Mondphase geachtet, ich habe alles versucht, aber nichts gefunden. Und der Sari schreibt mir immer, ja, ich habe so viel Schleim, aber irgendwie habe ich nicht das Glück. Ich habe versucht, den Sari zu suchen, aber der ist irgendwo, keine Ahnung wo, der ist ziemlich weit weg, so weit weg, dass ich ihn irgendwie auch gar nicht mehr finde. Alter, was ist denn da hinten schon wieder los? Hallo! Ja, gut, ich habe mal ein anderes Texturenpaket, das ist das Live-Texturenpaket. Das sieht eigentlich kacke aus, aber ich dachte mir, ich mach's mal rein, euch zuliebe, um euch ab und zu mal wieder ein anderes Texturpack zu zeigen. Also ich werde versuchen, immer so halbwegs, also diese wirklich halbwegs guten Texturenpakete für euch rauszusuchen und auch reinzustellen. Und ja, ich kann euch vielleicht mal in... Ich habe eigentlich schon öfter gezeigt, wie man Texturenpakete reinmacht, aber ich kriege immer wieder die Frage, wo machst du die rein, wie machst du die rein? Ich werde bald ein Tutorial dafür machen und natürlich auch, wie ihr auf die Windows 10 Edition, also die ich jetzt gerade spiele, wie ihr da die Texturenpakete reinmacht. Und irgendwie funktioniert hier was nicht. Gut, das Texturenpack könnt ihr schon mal knicken. So, ich habe jetzt einfach mal gewechselt und habe das Matte Texturenpack reinmacht, also das Matte Pixel Texturenpack geht. Das sieht irgendwie so ein kleines bisschen aus wie bei Super Mario, aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Könnt ihr mal die Rüstung angucken von mir? Oh! Hallo! Ich sehe so pixelig aus. Ist ganz schön, hat mir gefallen. Irgendwie gerade, ich hatte gestern mit... Danke, lieber Kotschti. Er hat mir Schleim mitgebracht, okay. Das ist natürlich geil. Danke, lieber Konsti, dass du mir Schleim mitgebracht hast. Ich muss mal ganz kurz hier was einsortieren. Ach, jetzt erkenne ich doch die Dinger wieder nicht. Ich muss mal... Ja, das ist immer kacke. Wenn du jetzt keinen Plan hast, wie die neuen Dinge aussehen. Warte mal, ich muss mal Andesit. Bruchstein. Andesit. Okay, ich mache mal ganz kurz den Bruchstein da vorne rein. Und ich könnte jetzt bald hier den Teppich, den Boden machen. Ich schmeiß mal ganz kurz, ist das noch Kohle? Hier haben wir noch Kohle drin, da haben wir noch Kohle drin. Läuft das jetzt rein? Ja, ist reingelaufen. Einmal 32 Kohle und hier auch nochmal 32 Kohle. Ich kann, jetzt hört aber auf mich einzuladen. Ich mache hier auch nochmal 9 rein. So, läuft das Ding wieder. Ist unten noch was durchgelaufen? Ich muss mal ganz kurz gucken. Was? Warum ist die Holzkohle drin? Gut, der Teil wird ja auch noch auf. So. Hier noch ein bisschen Holzkohle. Da noch ein bisschen Holzkohle. Das muss alles hier so... Oh, ich habe ja noch Eisenerz. Ich könnte sowieso mal die ganzen Erze raussuchen und die da reinfeuern. Das macht ein bisschen Sinn. Ich muss auch noch mal gucken. Wie macht man... das Schleimseil. Ich habe jetzt gar keine, wie heißt das? Ich habe ja hier auf der Windows 10 Edition ja gar keine Vorlagen. Ist ja nicht wie bei der Pocket Edition direkt, dass man irgendwie sofort weiß, wie man was hier zusammenklatscht. Ich habe jetzt hier Schleim, ne? Brauche ich die Fäden dafür? Oh, das ist ja der Ofen. Ich gucke mal. Wenn ich jetzt hier einen Schleim habe, wie mache ich das denn?
Nein, 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 nein. Hä? Jetzt muss ich aber selber nochmal überlegen, wie der Rotz war. Ach, gucke! Was er nicht alles im Kopf hat. So, jetzt kann ich endlich Ferdinand anleihen. Ferdinand? Ferdinand, hallo? Idee. Habe ich noch? Habe ich meine? Nee, habe ich nicht. Wo packe ich den Mist denn immer hin? Ich kann nicht sehen, weil ich hier nicht durchsehe, weißt du? Ach da, ich hab's doch. Leute, I'm so very verwirrt. Das macht die verdammte Wärme. Jetzt hört auf mich hier einzuladen. Ich werde. Jetzt habe ich doch so viele dabei. Ich werde das Pferd da hinsetzen. Komm her, Pferd. Ja, ist doch gut. Komm. Achso, du bist ja, stimmt ja, du warst ja zu fett dafür. Jetzt drehen sie wieder alle durch. Komm. Ja. Machst du richtig so, machst du fein. Und jetzt. Plupp. So, jetzt braucht er das hässliche Gehege nicht mehr. Jetzt ist er angeleint. Oh, jetzt bin ich erstmal in das Loch gefallen. Nein. Was tue ich? Zack, zack. Das müsste sowieso hier noch ausbessern. Und wir können zumindest mal den Boden hier ein kleines bisschen erweitern. Ihr seht, das sieht viel schöner aus, wenn ich das hier ein bisschen wegmache. Da, wo noch nichts ist, muss ich außen noch ein bisschen was freilassen, damit das noch zuwächst. Sollte ich nicht sofort alles machen. Warte mal, machen wir es mal so. Und mach mal hier so einen Ring außen rum. Hups. Ah, das reicht, wenn wir zwei daneben sind. Weg. Und dann können wir hier den ganzen Boden einmal begradigen. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Ich weiß, mit dem Texturenpack fetzt das nicht. Keine Sorge, ab nächste Folge ist wieder das John Smith drin. Ich wollte bloß mal für euch so was vorstellen, damit ihr nicht denkt, oh, das sieht aber gleich bei dem Vogel aus. Das ist langweilig, das ist doof. Jetzt hört auf. So. Nein! Er hat es wieder weggedonnert. Nee, nicht Kies. Nicht Pilze. Erde. Tu Erde rein. Toll, jetzt habe ich da wieder ein Loch reingemacht. Pferd. Zack, zack. Zack, zack. Na. Du musst echt aufpassen, was du abbaust, sonst klopfst dir nur Mist in den Boden rein. Ich muss mich immer mit meiner Wortwahl hier zusammenreißen. Es gucken doch Kinder zu. Mensch. So. Mach es weg. Und es nimmt langsam Form. Ich weiß, bau doch mal oben jetzt weiter. Ja, könnte ich auch mal wirklich machen. Ich muss bloß gucken. Stein harter. Alter, was ist denn da draußen bei mir los? Kaum ist es draußen warm, ne? Hast du diese ganzen komischen Leute unten vor der Tür, die so, ja komm, wir besaufen uns am helllichten Morgen, Leute. Oh, die sind so stressig und die sind so laut. Also es dauert ja echt nicht mehr lange. Keine Sorge, die Facecam kommt auch bald. Also ich hatte ja schon öfter mit Facecam aufgenommen, aber ich meine jetzt die richtigen Facecam-Aufnahmen, weil hier ist das total sinnlos. Ich meine, hinter mir ist schon alles weggeräumt, wegen Umzug und so. Da ist nicht mehr viel zu sehen. Roomtour bringt auch nichts, wenn ich nichts habe, was ich aufnehme. Ich habe hier einen nackten Raum jetzt mit nichts drinne, bis auf PC und sowas alles. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich sollte mir vielleicht eine Leiter oder so machen. Ich habe zu viel Mist in den Taschen. Fällt mir immer wieder auf. Achso, ich hatte ja noch so viel Fleisch gesammelt. Ich weiß, da kommt schon wieder nicht von der Stelle. Ja, so ist das. Packe ich das nochmal rein? Kann man Leder brennen? Nee, ne? Ich vergesse immer so viel im Laufe der Zeit. Jetzt hört auf. Oh, der Miner X77. Stimmt. Irgendwas wollte ich mal mit dem machen. Tut mir leid, lieber Miner X77. Es tut mir ganz leid. Übrigens, der eben eingeladen hat, ne? Ladet ihn mal alle ein. Geht ihn mal richtig auf den Sack. Geht ihn mal richtig auf den Sack. Er braucht das. So. Habe ich noch Holz? Habe ich nicht. Warum habe ich kein Holz mehr? Ach, leck mich. Ich geh jetzt. Ich muss mal ganz kurz zum Haus. Oh, jetzt geht das los. Jetzt habe ich verschissen.
Alter, wie verdonnert bin ich denn? Ich werde sterben. Mann, Freunde! Au! Ich bringe mich wirklich gerade selbst um. Durch Hunger. Und weil es jetzt so ein Spack wieder langläuft. Ja, leck mich doch! Wo ist mein Haus? Da hinten. Nein, nein, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Alter, wo bin ich? Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Da ist meine Burg. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Stopp. Ja, ich suche mein Haus. Und, warte, gleich sterbe ich. Oder auch nicht. Ich habe den Schwierigkeitsgrad eigentlich höher gestellt, aber... Ach, jetzt will er nicht sterben. Jetzt beobachtet er mich. Er beobachtet mich. Komm, komm. Sieh wie Deutscher. Hä, das sind Erfahrungspunkte? Oh, da ist ein Skelett. Wenn der mich jetzt trifft, ne? Dann ist sowieso Ende. Pass auf, jetzt kurz vorm Haus werde ich bestimmt erschossen. Und er schafft es. Hab ich noch Essen da? Warte. Ich muss die Restwärme auskosten. Nee. Warum kann man denn nicht einfach Blätter fressen oder sowas? Ha, die Heilung. So, ich hab Tag. Ich muss jetzt bloß irgendwas schaffen hier. Komm. Ja, Fleisch. Nam. Ich schaffe es. Ich überlebe. Tada. Jetzt komme ich aus der Tür raus und werde bestimmt sterben. Oder? Oder? Nee, ich heile mich gerade. Ich brauche keinen Eimer. Ich wollte jetzt eigentlich an dem Haus weiterbauen. Mann, ich werde hier immer abgelenkt. Von irgendwas, irgendwem. Ach, da steht immer noch das Skelett. Lalalalalalala. Was zum? Na? Komm. Ich komme zu dir. Ich komme langsam immer näher. Nein. Komm. Ja, Gold. Ich mag Gold. Hey. Erde. Eine Fackel. Hey. Wir haben eine Goldrüstung. Eine Goldpanzer. So. La. Hallo Pferd! So. Nein! Herrgott, Alter, was macht denn der hier drinne? Ist ja nicht gut genug ausgeleuchtet, ne? Spinnenaugen! Weg damit! So, ich wollte jetzt wirklich mal da oben weiterbauen. Ich nutze einfach den Stein. Steht da oben wieder eine Spinne. Ich müsste hier am Rand erstmal weiterziehen. Die Spinne, die ist schon wieder aggressiv. Ich mache einfach mal so. La 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 la. Lu. La. La 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 la. Ah, das einzige Positive, muss ich irgendwie immer noch zugeben, ist bei der Windows 10 Edition, ich kann einfach nur schneller bauen, da ich hier mit Maus und so ein bisschen besser zielen kann. Das ist mal wirklich ein Vorteil. Ihr könnt ja sagen, soll der Typ wieder langsam bauen und auf, wenn das Tablet jetzt ankommt, wieder auf dem Tablet weitermachen, also auf Android. Oder ist euch das scheißegal, Hauptsache der kommt irgendwie ein bisschen schneller voran und er macht hier weiter. Ehrlich gesagt, ich muss zugeben, für unterwegs, ja, unterwegs definitiv nutze ich das Shield dann weiter. Aber jetzt so... Wenn ich jetzt zu Hause bin, dann macht das dann doch ein bisschen mehr Sinn, finde ich, wenn ich das hier drauf weitermache. So, ich muss jetzt hier... Die Höhe haben wir. Macht er das jetzt noch eins höher? Macht er, oder? Nee, mein Plan ist nicht aufgegangen. Ich muss ein Stück weiter vorziehen, aber ich... Ja. Na.
Warum? Nicht da oben drauf, du Sackratte. Na gut, das geht nicht so, wie ich das will. So, ich muss trotzdem hier noch weit. Jetzt geht mir wieder der Stein alle. So, ich muss hier das endlich mal fertig kriegen. Jetzt hier nicht wieder 10.000 Quadriaden Creeper in meiner Bude dann auftauchen. Dann dürfte das auch schnell vorangehen. So, das hier oben, den Mittelteil, also um den ich gerade rumbaue, wird mit Holz nochmal ausgefüllt, weil ich ja oben diesen, wie soll man das sagen, diesen Laufsteg haben will. Warum hängt das jetzt so ein Stück raus? Egal. Passt auf, das hat alles Sinn. Was ich quatsche, hat meistens keinen Sinn, aber das, was ich hier baue, hat Sinn. Ich muss das hier trotzdem noch ein bisschen dicker machen. Nee, macht er nicht. Das ist ja der Turm. Are you crazy? In your Hirn? Alter, wie ich draußen die Leute höre. Nur am Garten draußen, die Kinder nur am Heulen. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist der Shit hier, wo ich wohne. So, Hatter, habe ich jetzt noch Holz? Nö, also in diesem Moment kann er sich sagen, wer da kein Holz hat, dann braucht er höher. Wenn ich jetzt aber auf der Höhe stehe, hier kann ich ja noch locker drüber gucken, ne? Also muss ich sowieso zwei Reihen drauf bauen und hier dann so das Zwischending bauen, dass man hier so durchgucken kann, weil ich ja von der Turmspitze aus, mach es weg, den Ausblick genießen kann. Und die Türme werden ja sowieso noch höher gezogen, bei den Türmen ist es jetzt erstmal Kack, Schnurz, egal. Ich brauche Holz. Holt er sich Holz? Hallo. Ach, der Holzsammler. Ich bin schon so ein richtiger Bauer geworden. So, dafür muss ich erstmal hier... Das ist aber eine komische Anzeige, wenn ich hier abbaue. Ist der das? Das war so... Hört auf. Was? JTech YouTube? Du bist nicht der Originale. Der Originale kann eigentlich hier auf dem Server drauf, der 123 JTech. Der, ja, den habe ich eigentlich eingeladen. Der war mal, glaube ich, kurz drauf, hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Er liebt mich einfach nicht mehr. Komm, mach es weg. Holz, 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 Holz. Ich habe Holz vorm Kopf, ich baue ab. Ich habe Holz vorm Kopf, ich baue ab. Ich kann hüpfen. Komm, 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 gib es mir. Ah, dazu ist er wieder zu blöde, Mama. Ich will hier aber auch keine fliegenden Bäume haben. Nee, das ist schon der nächste Baum. Dann mache ich einfach mal... Na, ah, letztes Ding. Oh, das geht ja noch höher. Zuck, zuck. Mach es weg, mach es weg, mach es weg, mach es weg, mach es weg. Mann. Jetzt aber... Oh, das, wie hoch ist denn der Baum? Warum mache ich den überhaupt weg, wenn er so schön ist? Fall bitte runter. Dann mache ich das hier auch noch raus. Jetzt ist gut, Leute. Ha, da haben wir es geschafft. Wir sind ganz oben. La, 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 la. Ha. Ihr fragt euch bestimmt, warum der heute so aufgedreht ist. Warum der heute so viel Scheiße labert. Es ist warm draußen. Und in meiner Bude ist es noch wärmer. So. Och, ich schwitze wie ein Bulle. Das ist nicht mehr schön, Leute. Sommer ist für mich der Graus. Ich bin zwar ein sportlicher Mensch. Also ich bin hier nicht so ein triefender Fettsack, aber... Sorry an alle triefenden Fettsäcke, das war nicht böse gemeint. Ich bin hier nicht so der... Wie soll man es ausdrücken? Der Kompulente. Der kompulente Mensch... Der sich bei McDonald's sehr wohl fühlt. Nein, bin ich nicht, aber es ist trotzdem auch nur schweinewarm. Ich weiß nicht, wie die korpulenten Menschen das schaffen, nicht zu schwitzen. Na gut, die werden leider auch schwitzen. Die sind auch bestimmt total im Eimer. Aber das ist nicht feierlich, Freunde. Das ist so richtig So, machen wir erstmal. Mache ich das zu, das wird hier der Laufweg. Da! Was willst du? Der hat sein Eigenleben hier. Dann mache ich das einfach rückwärts. Ich will ja aber nur eine Bahn drin haben. Weil das führt ja jetzt in den Turm rein. Und hier führen wir außerhalb des Turmes weiter. Gehen wir einfach mal
Warum habe ich hinten keine Augen? Ich habe eigentlich viel zu viel Holz wieder gesammelt. Da war er wieder doof gewesen. So. Genau. Liegt doch mein Spittel rum. Ist das jetzt hier noch Turm? Ja, das ist noch ein Stück Turm hier, ne? Da kann er eigentlich... Ich meine jetzt kurz die Knochen weg. Da kann er eigentlich hier... Ah, die Wärme. Genau, da kann ich eigentlich... Hier den ganzen Stuss rausmachen. Weil das fülle ich ja... Was macht der denn nu? Ach, gucke. Da ist der Fehler, Freunde. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Warte mal. Genau. Ich muss ja bloß das Innere des Turmes ausfüllen. Und der Rest, den habe ich jetzt... Jetzt nimmt er schon wieder das Holz. Hört auf jetzt. Den Rest muss man hier sowieso noch mit Stein ausfüllen und mit Holz und so weiter. Weil hier ist ja die Decke vom Mittelpunkt drinne, vom Mittelpunkt der Erde. Und den muss ich hier sowieso mit Holz auskleistern. Mit Stein auskleistern, der andere mit Holz. Ihr wisst, was ich meine. Die, die mich kennen, wissen, was ich meine. Halb so crazy heute bei der Werbe. I'm so very crazy in der Wärme. Da kann ich ja, da muss ich hier einen Ring drum bauen. Ne? Hat er, macht er. Muss er trotzdem in eine Verbindung reinklatschen? Kann er ja nicht. Kann er ja einfach nicht. Stimmt. I merke de Fehler. I really dolle merke de Fehler. That's my best English. La 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 la, da machen wir es zu. Nee, es geht ja auch nicht. Hört auf jetzt. So. Zack, zack. Die geben nicht auf, ne? Ach, hier. Da. Da ist der Fehler begraben. Genau, passt. Kann er hier wieder hochziehen. Und ihr seht jetzt, pass auf, wenn jetzt hier der Turm weitergeht. Ich mach das mal zu, damit ihr das sehen könnt. Hier geht der Weg dann weiter. Den mache ich jetzt auch mal so provokativ, wie ich jetzt gerade bin. La 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 la. La. Mach das hier auch nochmal ganz kurz. Nur, dass ihr mal den Überblick habt, was der Vogel überhaupt meint jetzt. So. Wenn wir das jetzt haben, das können wir hier lang laufen. Ne? Da haben wir hier so diese Turmkanten. Da muss ich immer einen freilassen. Hier freilassen wäre dumm, oder? Ach, egal. Und da kann man hier so durchgucken und hat immer noch ein kleines bisschen Schutz für die Bogenschützen und so weiter und so fort. Wenn die Bogenschützen da sind. Hier ziehen wir den Turm. Wenn wir nicht überall runterfallen in die Höhe und machen hier vielleicht noch Türen rein. Wäre recht sinnvoll, dass wir auch noch in den Turm reingehen können. Hier mit der kleinen Treppe. Und hier, nee, hier nicht. Hier gibt es keine Treppe, wir haben nur einen Eingang. Auch nicht schlecht. Dies hier kommt eine Treppe, da kannst du rausgehen. Vorne haben wir die Chance nicht, aber ein Eingang müsste eigentlich reichen. Hat er alles, ne? Hinten, Haus, jetzt weiß ich, wo es ist, jetzt kann ich aus der Höhe sehen. Ich mache ein Folgenpäuschen, wenn es nämlich arschwarm und ich will einfach nur raus ins kühle Wasser. Gut, danke Freunde fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt mache ich euch ein bisschen wahnsinnig. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen oben. Würde mich freuen, würde mir weiterhelfen und wir sehen uns nächste Folge hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.